Wir sind im Haus Hefertal. Hier leben Menschen mit geistigen und mehrfachen Beeinträchtigungen. Wir sind rund um die Uhr hier für die Bewohner da, pädagogisch wie natürlich auch pflegerisch. Zum Wohnen hier gehört die Tagesstruktur. Dort arbeiten wir mit bedarfsorientierten Betreuungsangeboten. Die sind individuell für jeden einzelnen Bewohner hier abgestimmt. Uns ist wichtig, dass wir die einzelnen Fähigkeiten und die Stärken, die jeder einzelne Bewohner hier an den Tag bringt, dass wir diese rausfiltern und diese fördern. Wir betreuen im stationären Außenwohnen erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung, die in kleinen Wohngruppen auf 4 Standorte verteilt sind und in diesen 4 Häusern eben leben. Unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, die Bewohner aufzufangen, ihnen Sicherheit zu geben und sie ganz einfach in ihren Aktivitäten eigentlich nur zu begleiten und zu assistieren, wo es notwendig ist. Und ich freue mich einfach hier zu sein und die Menschen hier zu begleiten. Und jeder kleinste Erfolg ist wirklich, ja, da geht einem das Herz auf. Wir sind hier im Treffpunkt Mensch, es ist ein 7-köpfiges Team. Wir sind Alltagsbegleiter und betreuen die Leute in ihren eigenen Wohnungen. Wir helfen beim Einkauf, Einkaufszettel schreiben, wir gehen spazieren. Das ist auch mal ein schöner Moment, über Probleme zu sprechen, zum Beispiel mit Freunden oder in einer Partnerschaft. Es ist individuell bei den Menschen, wo sie selbstständig sind und wo sie noch einen Bedarf haben. Das Wichtigste im Umgang mit den Leuten ist, dass wir ehrlich zueinander sind und dass wir wissen, dass die Leute uns komplett vertrauen. Dass egal was passiert im Leben, sie uns immer anrufen können und wir ihnen immer helfen und sie immer begleiten bei jeder Situation. Hier bei uns werden zum einen Menschen betreut, die das Rentenalter erreicht haben, also nicht mehr in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung gehen und in Häusern unserer Einrichtung leben. Und zum anderen betreuen wir Menschen, die nicht oder nicht mehr werkstattfähig sind und im häuslichen Bereich leben, also bei ihren Eltern. Unsere Aufgabe hier im Haus ist, entsprechend den individuellen Bedürfnissen jedem Besucher eine individuelle Tagesstruktur zukommen zu lassen. Der eine möchte zum Beispiel gerne Fahrrad fahren, machen wir eine Radtour, oder der eine macht gerne Musik, dann trommeln wir. Wir fahren aber auch zum Schwimmen ins Schwimmbad, wir fahren zum Reiten. Der eine möchte vielleicht auch einfach gerne Kaffee trinken, dann gehen wir ins Café oder machen hier einfach eine schöne Kaffeerunde. Alle müssen happy sein, alle müssen strahlen. Wenn unsere Besucher morgens mit dem Strahlen kommen und nachmittags mit dem Strahlen gehen, dann war es ein guter Tag.